Tschüss. Tap that bitch, motherfucker. 3, 2, 1, let's go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar sind wir hier gerade vorm McFit irgendwo im Nirgendwo. Wo sind wir hier gerade, Bro? Irgendwo Berlin Wedding, keine Ahnung. Berlin Wedding irgendwo auf jeden Fall. Leute, erstes Video auf meinem Fitnesskanal. Ihr wisst schon Bescheid, wie das läuft hier. Ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit ins Gym. Wir machen momentan nur mehr so ein Pumptraining. Also es ist kein richtiges Training, oder? Es ist nicht so, wie wir, wenn wir zu Hause sind, mäßig so. Nee, ist auch nicht so, ja. Deswegen. Aber ja, willkommen auf dem Kanal auf jeden Fall. Ich relax mich hier mal kurz ans Auto. Und zwar, was machen wir heute? Wir machen Pumptraining, wahrscheinlich 4 bis 5 Übungen. Oberkörpertraining, 2 Brust, 2 Rücken, bisschen Schulter, bisschen Arme vielleicht noch hinterher. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau machen soll. Ob ich jetzt einfach einen Trainingsvlog machen soll oder ob ich einfach nur 1, 2 Übungen zeige oder so. Ich würde sagen, eher so ein Trainingsvlog. Komplettes Training, oder was? Ja, für den Anfang ist es gut. Ja? Ja, und da kann man sich ja noch was überlegen. Aber man kann, das ist jetzt kein richtiges Training. Also es ist jetzt nicht so, weißt du, wie ich meine so? Ja, so ein Pumptraining für zwischendurch. Pumptraining, ne? Für Leute, für was für Leute zum Beispiel, wenn sie gerade nicht so viel unterwegs Zeit haben. Unterwegs sind mäßig so. Unterwegs sind irgendwo, Freunde, ist jetzt dann mehr so ein Training so für die Leute, die wirklich unterwegs sind, so mäßig, ne? Genau, und die Gains nicht verlieren wollen. Ja, so. Ganz genau. Ich bin gerade voll auf Booster, Mann. Ich schwör's dir, Digga, das kribbelt überall, Bro. Scheiße. Ja, Shoutout an Dings hier. Oder sollen wir Werbung machen? Machen wir nochmal drin. Machen wir nochmal kurz auf, Bro. Warte. Ist nicht ziemlich direkt drin, weißt du, meinst du? Okay, man, let me check the key, man. Guck mal, open that car, motherfuckers. Wait. Open that bitch for me, man. It's cold, man. Was mit deiner Jacke? Ich lass die noch an. Alright, man. Let's gotta go. Get that warm up, man. Bananen? Ja, Mann, für nach dem Training, weißt du, wie ich meine? Ja. Direkt die Carbs laden wieder so. Drin laden. Guten Tag, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber lass drin gehen, oder? Komm. Alter. Was geht, Mann? Digga, ich guck mir jeden Tag deine Videos an. Ohne echt Spaß. Jetzt? Jeden Tag. Krass. Ey, ist gerade voll im Video dabei, so hinter dir. Heftig. Krass, Digga. Warte mal, ich stell das mal ab hier. Kommst du her aus Berlin, oder? Ja, ja, klar. Fresh, Mann. Ey, das ist so unnormal. Geil, Digga. Das ist doch unser Star. Ach, was, Digga. Alles easy, Mann. Ganz normal, so wie du auch, weißt du, mein so? Ey, ich weiß, vor allem diesen Arschtest, den du bei ihr gemacht hast. Oh, Test der Bitch, motherfuckers. Du kriegst noch so einen Stempel auf. Ja, genau, ja, ja, ja. Ey, wir machen das noch richtig professionell. Kannst du es kurz drin holen, alle? Dann mache ich ein bisschen. Kannst du mich auch kurz drin holen, alle? Komm drin, aber! Ich geh jetzt, Bruder! Alles geht, oder? Alles klar? Alles klar? Hallo, bitte. Servus, hi. Alles fresh? Ja, natürlich, stand da steht. Ganz genau, an der Stelle. Yo, was geht, Leute? Ich bin jetzt hier voice-over-mäßig für euch am Start. Ich wollte es eigentlich aufnehmen mit Kamera und dann dazu schneiden, aber der Akku nach dem Training war dann leer und deswegen mache ich es jetzt hier per voice-over ganz kurz 1, 2 Sachen zu den Übungen immer erklären. So. Als allererstes haben wir hier natürlich schönes Warm-up hier. Die Schulterrotatorenmanschette muss immer warm gemacht werden vor jedem Oberkörpertraining, Leute. Das ist einfach so das Ding, wo sich die meisten Leute die Schulter verletzen, weil sie ihre Schulter nicht vernünftig warm machen. Also schön alle Winkel mit reinnehmen, wie ihr das hier seht, und dann schön die Schulter warm machen, ja. Nehmt euch die 5 Minuten Zeit fürs Warm-up, weil das ist einfach extrem wichtig. Und dann gehen wir auch schon direkt zur ersten richtigen Übung. Wie ich you. So, als erste Übung haben wir dann hier so ganz gemütliche Klimmzüge, Freunde. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Übung für einen vernünftigen, breiten Rücken. Also macht die und versucht die auch richtig zu machen. Ich kann mich jetzt hier im Fitnessstudio nur so hinhängen, dass ich die Beine anwinkel. Aber besser ist es, wenn ihr die Beine ausgestreckt habt und wirklich versucht, so gerade wie möglich im Körper zu bleiben und euch nicht zu weit reinzulehnen, weil ihr wollt den Lat trainieren und nicht die Rückenmitte, weißt du, wie ich meine? Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen.
nicht zu sagen. Ellenbogen immer schön reindrehen und danach immer einmal kurz flexen, ist wichtig, ja. Für Statement und dann 4x8 System, Leute, 4x8 Wiederholung und das war's. Dann haben wir als nächste Übung Schrägbankdrücken an der Smith Machine gemacht, also an dem geführten Bankdrückding hier. Ganz gemütlich Schrägbank auf Position 3, glaube ich, eingestellt. Und ja, wie gesagt, ist ein Pumptraining auf jeden Fall. Ihr merkt schon auf jeden Fall antagonistisches System. Eine pushende Übung, eine ziehende Übung. Das machen wir auch so im normalen Training. Von den Übungen her auch ähnlich, aber wir haben halt von den Gewichten her einfach irgendwas gemacht, so wie wir uns gefühlt haben, weil wir halt einfach voll lang schon unterwegs sind und ja, da auch irgendwo auf unseren Körper hören müssen. Und was müssen wir hier beachten? Schön die Handgelenke versuchen gerade zu halten. Brust immer raus, Schulterblätter hinten zusammenziehen, Freunde. Das ist so ein Ding, das sehe ich bei vielen, die machen das einfach nicht. Die legen sich einfach flach auf die Bank und ja, ziehen die Schulterblätter nicht hinten zusammen. Und das feiere ich gar nicht, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Also immer schön Brust raus, Schulterblätter zusammen. Und dann wird da drin gepumpt, na Mann. Und Füße immer stabil auf dem Boden, Leute. Hier habe ich es jetzt noch nicht gemacht, weil es noch ein Warm-Up-Satz ist, aber immer schön die ganze Fußfläche auf dem Boden, Leute. Und ja, ansonsten gibt es da nichts zu sagen. Machen wir einen gemütlichen Beat rein und lassen die Übung mal zu Ende gehen und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Übung. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft hier. Yes, yo, für den nächsten Satz habe ich an der Stelle jetzt auch mal mein T-Shirt ausgezogen, um mal ein bisschen zu zeigen, was da so läuft momentan. Also Form ist jetzt nicht ganz krass, aber ist okay auf jeden Fall. Ich habe in letzter Zeit viel Scheißdreck gefressen durch die ganze Zeit unterwegs sein und im Hotelzimmer schlafen und hier schlafen und da schlafen. Da haben wir uns schon einen guten Scam gegeben, oder Digga? Ganz genau, man. Ja, das war schon heftig, oder? Richtig eklig. Krass, ey. Aber dafür ist die Form noch ganz okay so und ja, deswegen genießt es. Und was haben wir hier für eine Übung überhaupt? Ja, wollen wir auch noch erwähnen, wir haben vorgebeugtes Rudern als dritte Übung, als zweite Rückenübung. Schön vorlehnen, Untergriff, Daumen raus, ganz wichtig, nur so einen Affengriff machen. Das kann man bei den ziehenden Übungen ruhig machen, bei den drückenden würde ich das nicht machen. Und Ellenbogen schön am Körper. Den Oberkörper auf jeden Fall schön nach vorne lehnen, nicht zu gerade bleiben. Bauch immer anspannen, damit wir keine Belastung auf dem Rücken haben, also nicht so viel. Kopf so weit wie möglich eigentlich runter. Bei mir, ich habe es ein bisschen hoch, ein bisschen angewinkelt. Also Kopf immer in Verlängerung. Je, Sprachfehler. Immer in Verlängerung zur Wirbelsäule, Freunde. Also da immer straight bleiben. Straight this bitch up, motherfuckers. Und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Du weißt schon, wie das läuft. Wir sehen uns gleich in der nächsten Übung wieder. Als vierte und letzte Übung für das Training haben wir jetzt hier einarmige Schrägbank. Ja. Richtig geile Übung nochmal zum Isolieren, um einen geilen Pump reinzukriegen.
Also wir arbeiten hier, wie gesagt, einarmig. Hier habt ihr auch schon wieder gesehen, stabilen Stand auf dem Boden. Nicht auf den Zehenspitzen, gar nichts, sondern schön stabil die ganze Fußfläche auf dem Boden. Dann gucken, dass das Handgelenk so gerade wie möglich bleibt und dass ihr euch wirklich auf eine Brust konzentriert und die richtig squeezed auch oben. Also Schulterblätter wieder extrem krass zusammenziehen, Brust raus, Leute. Das kann ich euch einfach bei jeder Übung sagen. Wenn ihr Fitness macht, müsst ihr als allererstes lernen, die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen und die Brust vernünftig rauszustrecken. Das ist so das wichtigste Ding eigentlich, was man von Anfang an lernen sollte. Bionik dabei ist alles mäßig unterwegs natürlich. Und ja, beide Seiten einmal durchmachen und dann war es auch schon mit dem Training gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Auto nochmal wieder, oder? Ganz genau, Digga. Tschüss. Scheiße, mein Akku ist leer, Digga. Yes, Leute, das war's jetzt gewesen mit dem ersten Fitnessvideo auf meinem Kanal, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar rein, ob ihr es geil fandet in dem Stil, dann machen wir das so weiter. Und wenn ihr irgendwie was anderes sehen wollt, dann schreibt es auch mal rein, dann können wir das so anpassen, so wie ihr es möchtet, mäßig so. Ganz genau, man. Und der Akku ist jetzt leer, deswegen will ich gar nicht so viel rumlabern, hey. Yes, hoffentlich auch, feiert ihr das, ja? Ja. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Nicht vergessen, Bionik dabei ist alles. Peace out, 6-8 mal ein, du weißt schon ganz genau, wie das läuft hier. Kurzes Statement reicht noch, wie ich will es da. Haut's da, Mann.